3. Oktober. Ein an sich schon denkwürdiger Tag für uns alle. Doch seit dem letzten Wochenende gilt dies auch ganz besonders für den Hamburger Amateurfußball, denn das, was sich an diesem Tag auf der Anlage des HSV in Norderstedt abspielte, war schlicht sensationell. Dabei fing alles so harmlos, cool, locker an, schönes Bierchen im Sonnenschein. Doch während Schiedsrichter Mike Franke mit seinem Team schon mal die Ordnungsmäßigkeit der Verhältnisse hier kontrollierte, kamen immer mehr Zuschauer und die ersten hingen natürlich schon ihre Banner auf, um ihre Zuneigung zu ihrem Verein zu bekunden. Und darin liegt auch schon der Unterschied. Hier sehen wir einmal, was der HSV hier auf die Beine stellt. Die Fans sowieso einmalig, sensationell, was die hier für ein Leben in die Bezirksliga Nord bringen. Es ist einfach wunderbar zu erleben, wie diese Fans für ihre Mannschaft da sind. Nicht nur in der Anzahl, sondern auch in der Art und Weise, wie sie hier miteinander umgehen, wie sie ihre Mannschaft anfeuern. Alles friedlich, alles ruhig, super so. Das Ganze hier hatte schon so etwas wie Volksfestcharakter und auch die mitgereisten Fans aus Poppenbüttel, ja, die fühlten sich wohl, freuten sich auf das Spiel, ganz klar. Denn ihre Mannschaft kam als Tabellenführer hierher nach Norderstedt. Die Hausherren vor diesem Spiel auf Platz 4 und könnten bei einem Dreier auf 2 Punkte an Poppenbüttel rankommen. Und das alles vor so einer tollen Kulisse hier. 650 zahlende Zuschauer, so die offizielle Verlautbarung. Sowas gibt es ja nicht mal in der Oberliga und es ist längst kein Wunder mehr und kein Geheimnis, dass sich die gastgebenden Vereine in der Bezirksliga Nord schon mal die Hände reiben, wenn diese Karawane einzieht. Und dann kommt das Schiedsrichterteam und als Mike Franke dann den Ball in die Hand nimmt, kann es ja auch losgehen mit diesem absoluten Spitzenspiel in der Bezirksliga Nord. Die dritte Mannschaft des HSV in den weißen Hemden empfängt den Spitzenreiter aus Poppenbüttel. Und wie man ja nun inzwischen weiß, wurde es ein wahres Fußballfest, was an allen Beteiligten hier auf der Anlage lag. Spieler, Zuschauer, Riesenstimmung. Und hier nun die Bilder. Kommt auf, Bella, auf geht's! Gleich wach sein hier! Die Hausherren beginnen von rechts nach links und von Anfang an zeichnen beide Mannschaften, wie sie sich das hier heute vorstellen, nämlich mit Offensivfußball. Da wurde gar nicht lange taktiert, da wurde gemacht und zwar offensiv. Und die ersten Minuten gehörten dem HSV. Schon in Minute 2 die erste gute Möglichkeit für den HSV. Hier vorne mit der Nummer 11. Das ist Nietzsche. Der sieht da drüben, wie Zeber schon winkt. Der Ball ganz genau getimt, aber Fuß und Ball, das passte bei Zeber in diesem Moment noch nicht zusammen. Die Fans natürlich sofort da und hatten gleich wieder Gelegenheit. Nämlich hier, als Achtmann diesen tollen Pass spielt auf Butakucin und der... Diese Szene machte schon ganz früh deutlich, dass die Poppenbüttler auf ihrer linken Seite erhebliche Probleme hatten. Da waren sie so offen wie dieses berühmte Scheuntor. Und das versuchten die HSVer natürlich für sich zu nutzen. Den Gästen gelang es dann mal so nach und nach, dieses Loch zu stopfen. Und sofort ging es wieder ab in die andere Richtung. Hier Könke mit einem Annäherungsversuch. Immer wenn die eine Abwehr den Ball wieder im Griff hatte, ging es im hohen Tempo ab auf die andere Seite. Und hier muss Hilmer schon mal aufpassen und leitet gleich wieder den nächsten Angriff ein. So allmählich hatten sich dann auch beide ausgetobt und Poppenbüttel wurde stärker. Hier jetzt mal ein Versuch über die rechte Seite. Üsel auf Braun. Der mit viel Übersicht und einer ganz feinen Idee. Und weil das über die rechte Seite nicht klappte, versuchen es die Gäste dann ja mal über links. Schöne Szene jetzt hier mit Bill Hittich, der allerdings den Ball nicht richtig an den Mann kriegt. Dann mal wieder ein Tempo-Gegenstoß. Butakucin hier nicht zu bremsen allerdings.
ist auch keiner da, der ihn bremsen könnte. Außer dem Linienrichter. Die nächste Kameraeinstellung verdeutlicht dann wohl mal am besten dieses irre Offensivspektakel. Nach dieser Szene hier, guck, da ist überhaupt kein Mittelfeld. Entweder rechts die Verteidigung und vorne der Angriff. Die spielen hier ohne Mittelfeld. Offensive pur. Lange nicht mehr gesehen sowas. Und was bleibt einem Torwart anderes übrig? Wenn kein Mittelfeld da ist, ja, dann hau ich den Ball einfach nach vorne. Und da lauert in diesem Fall unser Spieler des Tages, hier Philipp Kiesewetter, der mit der 20 und immer wenn der am Ball war, wurde es brandgefährlich für die gegnerische Abwehr. Clever gemacht hier von Braun, der alle Abwehrspiele auf sich zieht und kurz weg. Er scheitert allerdings knapp am Keeper. Lag es daran, dass Poppmüttel sich zu sicher fühlt? Braun jedenfalls träumt hier so ein bisschen vor sich hin, hat Glück, dass das Spiel weitergeht. Und dann die Möglichkeit hier. Oh, Kiesewetter. Wie knapp das war und warum die mitgereisten Fans den Torschrei schon auf den Lippen hatten, wird aus dieser Einstellung deutlich. Hier vorne, da ist er, Kiesewetter, er nimmt Fahrt auf und da ist er zu kurz geraten. Doch auch diese Szene wieder ein Beleg dafür, dass immer wenn es gefährlich wurde, Kiesewetter in der Nähe war. Hier allerdings ist es jetzt Künke, da muss er hochspringen und da gibt es eine gute, vergebene Chance zu beklagen. Zu beklagen gab es allerdings dann auch ein Opfer unter den Zuschauern, was zu viel Sonneneinstrahlung ausmachen kann. Hier, bitteschön. Spitzenreiter, hey, Abstoß. Und was für ein Abstoß. Man kann für ihn nur hoffen, dass er schnell genug wieder klar war, um das Folgende hier mitzuerleben. Denn das ist jetzt absolut sehenswert. Denn Sebastian Mahnke vom HSV zieht hier ein ganz irres Ding ab. Was ist das denn? Ein Wahnsinniger. Volley-Schuss, unhaltbar für Hilmer. Und als Service für so manch einen, der das vielleicht gar nicht richtig registriert hat, was hier abgelaufen ist, nochmal. Achtung, der nimmt ihn Volley aus der Luft. Also ein sensationelles Tor, Hilmer. Ein bisschen weit vor dem Kasten, aber das Ding war nicht zu halten. 26. Minute, 1:0 für den HSV. Natürlich soll man mit Superlativen vorsichtig umgehen, aber wenn man jetzt diese Geschichte des Tores von Anfang an aus anderer Perspektive sieht, dann sage ich einfach, das war ein Weltklasse-Tor. Da sind schon ganz andere Leute von irgendwelchen Pharma-Clubs weggekauft worden. Ein fantastisches Ding und gerade nachdem auf beiden Seiten bisher so einiges an Möglichkeiten liegen geblieben ist, endlich mal Grund zum Jubeln. Die Fans natürlich aus dem Häuschen und wenn es dieses Wort noch nicht geben würde, für diesen Moment, man hätte es erfinden müssen und das Wort heißt Gänsehautfeeling. Nun war man natürlich gespannt, wie der Spitzenreiter damit umgeht. 0:1 zurück, so ein Tor, so eine Stimmung. Ja, und was machen die Poppenbüttler? Nur 2 Minuten später dieses hier. Und da ist er wieder. Kiesewetter, der mit dem Goldfuß und mit dem Goldkopf. Künke, Henrik Künke, 28. Minute, der Ausgleich. Und wenn es schon bis zur 26. Spielminute ein Spitzenspiel war, zwar ohne Tore, dann ist es ab sofort ein Spitzenspiel mit Toren. Und wir schauen nochmal hin, sehen allerdings, dass Bill Hittich hier vorne mit der Nummer 4 die Sicht verdeckt. Also, das war jetzt mal ein ganz schlechter Laufweg von ihm. Das Tor allerdings, also die Zusammenarbeit von Kiesewetter und Künke, das war okay, oder? Doch egal, wie man diese Kombination auch immer benennen möchte, Fakt ist, Poppenbüttel tat dieses Tor gut und sie wurden jetzt präsenter. Außerdem hatte man das Gefühl, sie wollten sich jetzt bei Flankengott Kiesewetter bedanken. Allerdings, sie fanden ihn nicht. Das änderte sich erst in der 33. Minute, als Poppenbüttel sich sensationell gut durchkombinierte. Das ist unglaublich. Kurzberg lässt sich nicht beirren. Dann diese Flanke und da ist er endlich. Kiesewetter. Jetzt belohnt er sich für sein bisher
Tolles Spiel. Jetzt sind natürlich die SCP-Fans aus dem Häuschen. Und das nicht nur wegen dieser Kombination hier jetzt. Hacke Kurzberg auf Duwe und der sofort direkt wieder zurück in den Lauf von Kurzberg. Der guckt einmal, zweimal, sieht da hinten Kiesewetter und der gewinnt ein Kopfballduell. Das gibt's doch gar nicht. Doch wie schön er das gemacht hat, aus anderer Kamerasicht. Hier jetzt das perfekte Kopfballspiel von Kiesewetter und der Fachkommentar der Kamerafrau. Mir geht nicht. Oh, sauber. Das war nun wirklich traumhaft rausgespielt. Die Hausherren unzufrieden mit sich und ihrer Abwehrarbeit, aber sie lassen nicht nach. Ganz im Gegenteil, sie kommen zurück ins Spiel und das auf sensationelle Art und Weise. Also schöne Tore am Fließband hier, das ist ja unfassbar, was man hier an diesem Nachmittag erlebte. Unter anderem gab es so etwas wie ein Déjà-vu-Erlebnis, nämlich in der 35. Spielminute, Freistoß HSV. Und dann die Nummer 21. War da nicht mal was mit der Nummer 21 bei Freistößen? Egal. Wir achten mal drauf, was Hilmer macht und was macht er denn da? Unfassbar. Mike Thihatmer mit dem 2:2 in der 35. Spielminute. Das heißt, in 9 Minuten fielen hier 4 Tore. Ein Wahnsinn. Das ist hier jetzt aber mal allerbeste Werbung für den Amateurfußball. Und wir alle waren nicht nur dabei, wir waren mittendrin. Geil! Und für den HSV kann man nur hoffen, dass in diesem Moment kein Leverkusen dazugeguckt hat. Aber so einen haben sie da ja schon. Mann, 4 Tore also in nur 9 Minuten. Und sie ließen nicht locker, die wollten immer noch weitermachen hier. Immer offensiv. Geniales Spiel hier, geniale Stimmung. Und man war sehr gespannt, wie das wohl in Halbzeit 2 hier weitergehen würde. Laubfrosch, das sagt ausgerechnet der anwesende Schluckspecht. Wir anderen jedenfalls sahen eine fantastische erste Halbzeit mit tollen Toren, aber auch mit ausgelassenen Möglichkeiten. Und wie man diese ausgelassenen Tormöglichkeiten besser nutzt, dafür haben wir jetzt einen Halbzeittipp. Ausnahmsweise starten wir in einer Halbzeit mal mit dieser Perspektive, denn so bekommt man sofort einen Eindruck von der Atmosphäre, die hier herrschte. Klasse Stimmung. Ein tolles Fußballspiel wurde hier geboten mit vielen schönen Toren bisher. Und das Ganze, das war einfach nur Werbung für den Amateurfußball und es sollte so weitergehen. Allerdings schienen die HSVer mit Gedanken immer noch in der Kabine bei der Ansprache von Trainer Nofts. Die schienen sie noch zu verarbeiten im Kopf. Und so bekam Poppenbüttel schon in der 49. Minute eine super Gelegenheit. Wir achten jetzt mal drauf hier. Könke, Traumpass, raus auf Kurzberg. Und dann Lupfer über den Keeper rüber. Und wer ist das denn da? Den kennen wir inzwischen. Philipp Kiesewetter. 3:2 in der 49. Minute also für den Gast aus Poppenbüttel. Und das schauen wir uns natürlich auch in der Entstehung noch einmal an. Hier jetzt Könke mit diesem sehr überlegten Pass genau da in die Schnittstelle rein. Florian Kurzberg, der heute auch ein klasse Spiel macht, der hatte das geahnt. Macht jetzt den entscheidenden Lupfer über Keeper Wiebe hinweg. Und Kiesewetter vollendet diesen Traumstart des Spitzenreiters in die zweite Hälfte. Und 2-3 Poppenbüttler-Fans waren jetzt schon sehr trunken und das nicht nur vor Glück. Diesen Treffer natürlich aus anderer Perspektive auch nochmal und dann sehen wir schon. Wunderbarer Einsatz von Kurzberg. Dann Kiesewetter mit all seiner Routine. Aber das war nicht der schönste für ihn. Das kommt nämlich jetzt. Das Bad in der Menge vor den Fans vom HSV. Das sind Momente, die wird er nie vergessen. Der HSV schien anschließend besser ins Spiel zu kommen, aber schnell wurde klar, der SCP hatte immer auf alles die richtige Antwort und kam immer besser ins Spiel. Wir schauen mal so ungefähr eine Minute zu. Ja, weiß nicht genau.
Charlie! Zurück! Du bist Handballer, ne? Gut so, König! Soweit also mal ein kleiner Eindruck, wie das hier jetzt ablief. Dann nähern wir uns der 54. Spielminute. Florian Neumann hier an der Seitenlinie am Arbeiten. Aber gleich ein gravierender Fehler von Karch hier. Oh, ein Querschläger. HV verliert die Kontrolle über den Ball. Duwe behält die Übersicht. Raus auf Kurzberg. Und jetzt, Achtung, festhalten. So ein Tor, das ist unfassbar. Das sind so Tore, die jeden Gegner im Grunde genommen demoralisieren. Geht eigentlich gar nicht, was Kiesewetter hier macht. Also, es ist sensationell. Hier, jetzt Achtung. Also, oh, es ist ein Traum, wie der Ball da fliegt. Perfekt. Donnerwetter, Kiesewetter. Für mich ist das hier, und da muss ich mal raus aus meiner Neutralitätsecke, das Tor nicht nur des Tages hier. Schauen wir erst nochmal hin. Das ist, also, oh, ein Traum ist das. Nicht nur ein Tor des Tages, für mich sogar ein Tor des Monats. Und irgendwie bin ich mir sicher, den werden wir auch beim Tor des Jahres ganz oben mitsehen. Die Hausherren jetzt irgendwie doch demoralisiert, zumindest angenockt. Denn nicht anders ist es zu erklären, dass zwei Minuten später dies hier passiert. Wieder Ballverlust, schnelles Umschalten. Und wieder ist der unglaubliche Kiesewetter da und dann darf Künke mal ran. Erhöht auf 2:5. Ja, was ist denn hier los? Das fragte man sich auch allerdings bei einigen SCP-Fans, da waren 2-3, also ja, peinlicher Auftritt. Und sie hatte sowas von recht und ich konnte sie nur zu gut verstehen, denn, ach egal, was soll ich mich über so einen aufregen, wenn hier 648 andere fußballbegeisterte Fans sind, die hier fantastische Tore sehen. Allerdings nicht unbedingt immer, wenn man für den HSV ist, aber auch sie werden zugeben, das war wieder hervorragend rausgespielt. Und Trainer Noft tobt an der Seitenlinie. Ja, verständlich, denn die haben hier den Start in die zweite Hälfte total verschlafen. 3 Gegentore in 6 Minuten, ja, das geht ja nun mal gar nicht. Und ich kann dem HSV-Anhang diese Perspektive leider nicht ersparen. Da müssen sie jetzt durch. Hier jetzt, dieser Ballverlust und der schnelle Umschalten von Pombüttel. Die Abwehr noch in der Findungsphase, wie man das wohl am besten verteidigen könnte. Und da ist es auch schon zu spät. Kiese wird da schnell geschaltet, Künke noch besser gemacht. Und dann darf er sich feiern lassen. Da holen sie ihn ab vor den Fans des HSV. Die wiederum, und das möchte ich hier einfach mal anmerken, trotz Frust ein richtig faires Publikum waren. Respekt dafür. Natürlich waren auch die HSV-Spieler ein wenig gefrustet und sie wussten ja, ihnen läuft die Zeit davon. Und bevor hier irgendwie was passieren konnte, war es immer wieder Schiri Mike Franke, der hier das Ganze im Griff hatte, eine richtig gute Partie ablieferte. Wobei man allerdings auch sagen muss, dass es die Spieler beider Mannschaften ihm hier leicht machen. Die gingen sportlich fair miteinander um, bei allem Einsatz, der nötig war und der auch im Spiel war. Und damit zurück zum Spiel, denn inzwischen hatte der HSV sich von diesem Dreifachschock erholt und konnte nun selbst endlich mal wieder offensiv werden. Es war irgendwie verständlich, dass sich der SCP nach diesem Dreierpack in der Anfangsphase etwas zurücknahm und das nutzten die Hausherren, um selbst jetzt Initiative zu ergreifen. Und endlich konnten sie zeigen, dass auch sie natürlich Fußball spielen können. Die Gäste schienen das jetzt hier irgendwie ein bisschen zu leicht zu nehmen und der HSV zog jetzt richtig gut auf und hier vorne die 15, das ist 8 Mann, aber der Winkel war zu spitz. Der SCP verlor jetzt immer mehr die Konzentration, wollte den Gegner teilweise vorführen und
Sowas ist natürlich gefährlich, wenn man sich nicht mehr auf das Wesentliche konzentriert. Bestes Beispiel jetzt, dieser Freistoß hier. Tore schießen, ding, ding. Na, was ist das denn gewesen? Doch den Rothosen gelang es in dieser Phase jedenfalls noch nicht, daraus Kapital zu schlagen. Trainer Michael Lofts natürlich im Wechselbad der Gefühle. Einerseits außer sich wegen der fahrlässigen Abwehrarbeit seiner Jungs, andererseits ja, so ein bisschen ratlos wegen der mangelnden Chancenauswertung hier. Das änderte sich erst in der 88. Minute, als der HSV wieder mal gut nach vorne spielte. Und dann ist es hier Mike, die hat mal, der auf 3:5 verkürzen kann. Und sofort war natürlich wieder die Kulisse da. Wenn ich mir das Tor allerdings aus anderer Perspektive anschaue. Erstmal sieht man das hier, Tihatma, den haben sie ja völlig alleine gelassen. Aber was ich sagen wollte ist, ich bin der Meinung, dass Hilmar so einen Ball an guten Tagen auch schon mal hält. Doch es ist, wie es ist. Tihatma setzt hier den Schlusspunkt unter ein fantastisches Fußballspiel mit super Fans, super Stimmung und zum Schluss gibt es noch was Schönes zu sehen. Also da hinten. Genau, da wo die Fans stehen. Und also das ist so beeindruckend. Die feiern ihre Mannschaft auch nach diesem verkorksten Spiel. Bitteschön, hier die Bilder.